Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Ja, ich habe mich gestern um das Buch der Regeln 1 gekümmert. Also von der zweiten Hexenedition. Denn wie wahrscheinlich alle wissen, gibt es mittlerweile eine zweite. Und die ersten paar Bücher sind da auch schon erschienen. Also vor allem natürlich hier die beiden Regelbücher. Und auch, naja, also. Für die zweite Edition ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil sie haben das ja extra so designt, dass man alle Dinge der ersten Edition problemlos noch verwenden kann. Nur sie sagen immer, wenn eine Sache neu gemacht wird, also nochmal neu rausgebracht wird, weil die alte Auflage ausverkauft ist, wie zum Beispiel bei den Bänden Hexenjagd und Hexenzorn aus dem insgesamt, glaube ich, zweiten Hexen-Crowdfunding damals, dann werden natürlich die neueren Bände, ja, wieder in der, also nicht wieder, sondern in der zweiten Edition gemacht. Und genau, die beiden Bände sind jetzt auch schon rausgekommen. Und ich glaube, der Koblenz-Band, ich glaube, der war auch schon in der zweiten Edition. Und der Wien-Band auf jeden Fall auch. Genau, und ja, schaurige Stätten und was noch so kommt, das natürlich auch. Und ja, ich bin ja hier jetzt auch wenige Tage vor dem nächsten Crowdfunding an Halloween. Ich glaube, da kommt dann Großbritannien hinter den Nebeln. Da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr, sehr. Da habe ich natürlich auch die Infos von Ulysses mir mal irgendwann reingezogen über YouTube und so weiter. Und das hat mich sehr angesprochen. Ich habe da sehr, sehr Bock drauf. Und ja, wir spielen ja im Moment auch Hexen in Mare Monstrum mittlerweile statt Deutsche Lande. Und da möchte ich natürlich dann irgendwann auch mal Britannien leiten. Genau. Ja, gut. Also, zu der neuen Edition kann man auf jeden Fall sagen, dass sie da gar nicht so extrem viel geändert haben, damit eben alles kompatibel bleibt. Und ich habe es ja eben auch in dem Video zum ersten Buch der Regeln hier schon gesagt. Und die Zahl sagt das ja auch schon. Im Gegensatz zur ersten Edition wurde eben das Grundregelwerk aufgespalten. Wir haben eben hier im zweiten dann die Ausbauregeln und das Bestiarium, wie man sieht. Und im ersten gab es dann vor allem die ganzen grundlegenden Dinge, die grundlegenden Regeln und Jägererschaffung und solche Dinge. Genau. Insofern schauen wir mal, was hier alles so im Detail drin ist. Und natürlich ähnlich wie im ersten Band sage ich immer dazu, ob ich irgendetwas ja, vielleicht nicht wiedererkenne oder ich merke, dass etwas wirklich anders ist. Und vielleicht auch, wie ich das finde. Und ansonsten, ja, machen wir alles so wie beim ersten Band. Ja, generell finde ich die Idee natürlich immer ganz gut, alles aufzutrennen, Grundregelwerk technisch für Spieler und Spielleiter. Ich bin eigentlich von solchen Auftrennungen generell nicht unbedingt der Fan, bei den Grundbüchern allerdings schon, weil ich finde das als SL auch besser, wenn man einfach weiß, die Spieler können jetzt nicht da in ihrem Buch noch schnell die Monster angucken. Ja, klar, es gibt die Regel-Wiki, aber naja, ist zumindest eine kleine Hürde. Ja, auch hier ist das Backcover wie immer bei Hexen sehr schön und ja, einfach schmuckvoll gehalten, aber eben ohne Klappentext. Genau. Und ich selbst finde es natürlich, wie gesagt, immer ganz gut, wenn eigentlich alles sonst in einem Band ist, als SL eben selbst zumindest. Und naja, habe ich ja bei der ersten Edition, also wir wechseln da in unserer Gruppe auch nicht groß auf die zweite Edition. Wir machen sowieso ganz wenig Hausregeln hier und da und der SL passt immer alles so an, wie es gerade für ihn passt. Wenn es grundlegendere Dinge sind, dann bespricht man es kurz in einer Runde, aber ist eigentlich eh immer kein Ding. Also da haben wir bei uns längst nicht so lange Hausregeldiskussionen wie bei DSA, was wir ja normalerweise spielen. Und nach unserer Mare Monstrum-Kampagne hier spielen wir das dann auch wieder, wo ich dann jetzt auch mal gerade Spieler sein darf. Sonst leite ich Hex natürlich auch gern mal. Ja. Und der erste Band kostet hier 45 Euro und dieser zweite Band hier 50. Der erste Band hatte, glaube ich, 175 Seiten circa. Und dieser Band, ihr seht es ja, hat knapp 200.
Und man muss sagen, normalerweise haben die Hexenbände so 130 Seiten, so ein normaler Regionalband zum Beispiel. Klar, Grundregelwerk damals nicht, aber so ein 130-Seiten-Band hat früher mal 30 € gekostet, dann mal 35, dann mal 40. Naja, und so ein 176-Seiten-Band kann dann auch mal 45 kosten und klar, 200 dann natürlich noch mehr. Gut, hier haben wir dann schon gesehen, was hier alles so drin sein soll. Den Dank des Autors, der gute Mirko Bader, den will ich euch hier auch einmal nicht vorenthalten. War in ähnlicher Manier natürlich auch schon im ersten Buch drin. Und dann gibt es hier noch ein tolles, tolles Bild und das eigentliche Vorwort, das ja, will ich euch auch nicht vorenthalten. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Und auch hier wieder haben sie dann noch etwas zur gebräuchlichen Anrede. Ja, Spielleitung sagen sie natürlich auch mal gern. Ansonsten sagen sie immer Spieler oder Jäger und dann aber auch Hexenmeisterin. Ja, und meinen damit natürlich immer alle und ja, Charaktere, Spielercharaktere wird auch mal gesagt. Und so weiter. Ja, dann kommen wir ins erste Kapitel. Ah, das Bild kennen wir schon aus dem ersten Band. Keine Ahnung, ob das sonst noch irgendwo anders mal vorkam. Ja, Geheimnisse der Hexenwelt. Also, ich habe das auch kurz im ersten Band schon gesagt. Ich möchte natürlich eigentlich nicht so gerne spoilern. Deswegen, ja, also ich kann eh nicht alles zeigen, immer nur ausschnittsweise hier. Und deswegen schaue ich hier parallel immer noch mal, was ich euch da so zeigen oder sagen kann. Ja, gut, also hier wird dann anscheinend erstmal die ganze grundlegende Geschichte wirklich noch mal SL-mäßig aufgedröselt. Also auch, wie das da alles entstanden ist und so weiter. Ja, das ist dann natürlich schon ein bisschen geheimeres Zeug. Und das ist auch schon die erste Sache, was die Unterschiede angeht, denn im Grundregelwerk der ersten Edition gab es sowas nicht, dass das alles nochmal von den genauen Hintergründen erklärt wurde. Ja, was natürlich auch hier in Abschnitten, ne? Also erstmal allgemein, dann Anfang vom Ende, der schwarze Sturm, Schatzjäger und Kundschafter. Wie das dann später mit der zweiten Plage war. Und ja, spätere Jahre, Markovia. Und dann nochmal gewisse Provinzen, Höllenwacht, Schattenberg, Knochenwald. Und Grauwarte als dritte Provinz, fünfte Provinz, Tannrücken. Es gibt ja auch noch sogar mal eine schöne Extrakarte, da können wir ja mal ganz kurz reingehen. Weil diese Karte hier, die kenne ich tatsächlich jetzt noch nicht und ich kenne einiges von Hexen. Vor allem die Abenteuer kenne ich jetzt nicht alle so wirklich und Kampagnen. Und da einfach nochmal wirklich mit Karten markieren, wo was ist, das finde ich wirklich toll. Diese Provinzlinien, das ist ja auch alles so ein bisschen wie bei anderen Rollenspielen, wie bei DSA oder so. Das finde ich wirklich cool und ich finde übrigens auch die Entscheidung super, dass sie einfach für den SL nochmal hier den Hintergrund darlegen. Generell von der Hexenwelt, der Historie und dann eben auch die Entstehung der Provinzen und die Provinzen auch einzeln nochmal aufdröseln. Also so genau war das nämlich im Grundregelwerk damals nicht gemacht. Und na, ich fand das ja hier im ersten Buch schon eigentlich alles ganz cool gemacht. Deswegen, jetzt geht das hier im zweiten Buch auch schon wieder gut los. Deswegen überlege ich tatsächlich doch so langsam, jetzt gerade, ob ich mir vielleicht in absehbarer Zeit nicht doch diese Bände nochmal als richtige Hardcover-Bände holen sollte. Gut, ich habe die jetzt als PDF, da kann ich einfach mal kurz reingucken und die entsprechenden Teile lesen. Aber es ist schon irgendwie cool. Naja, gut, ich überlege mal. Gut, Provinz Eschenhorst gibt es hier noch, habe ich auch noch nie gehört. Und Rotdorn, die siebte Provinz.
Ja. Dann geht es allgemein weiter mit Europa unter dem Höllenbann. Also, hier geht es dann damit los und wie ihr seht, es geht hier auch schön in wunderbaren Abschnitten los. Mit dem Fall Roms erstmal, der hier auch über eine halbe Seite beschrieben wird. Das ist, also der ist auch im Grundregelwerk damals drin gewesen, aber jetzt nicht ganz so ausführlich. Und das hat mich auch sehr, sehr gefreut, als ich von dem, als ich in der, ich weiß gar nicht, ob es in der Roadmap von Ulysses ist oder auf jeden Fall in einem Video wurde ja auch schon gesagt, was so in Zukunft, in der näheren Zukunft so kommen wird von Hexen. Und da kommt ja anscheinend auch noch irgendein Italienband und ein Romband. Und klar, Rom ist natürlich mit dem Vatikan ein krasser Hotspot, der ultra interessant ist. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass man so eine ganze Gruppe von irgendwelchen Priestern, Inquisitoren und so weiter spielt. Also, das ist schon richtig cool. Und Ordenskriegern. Ja. Der lange, harte Winter ist hier noch ein Abschnitt und der wird tatsächlich auch auf fast zwei Seiten hier beschrieben. Also, das ist wirklich so in keinster Form oder fast in keinster Form im Grundregelwerk drin gewesen. Echt cool. Die Beschwörung des Leviathan auch nochmal über eine Seite. Also mehr so das, was ich vorhin meinte mit Britannien. Und naja, da sind ja auch die Niederlande größtenteils untergegangen. Muss ich mal gucken, was ist das jetzt hier alles? Nervig. Ah, okay. Ich habe gerade gesehen, der neue Asterix-Comic, der ist zu mir unterwegs im Hardcover. Denn das habe ich als Kind auch alles irgendwie gehabt. Sonst drumherum comicmäßig nicht wirklich was gehabt, aber außer vielleicht mein lustiges Taschenbuch. Aber immer wenn neue Asterix kommt, das ist bei mir so ein bisschen Tradition, dass ich den dann auch natürlich mir hole und dann schaue, wie sie das aktuelle Zeitgeschehen vielleicht darin verarbeitet haben. Gut, kleiner Exkurs. Ja, Beschwörung des Leviathan auch nochmal über eine Seite. Und die Entrückung der britischen Inseln tatsächlich auch über eine Seite. Sehr, sehr cool. Aber auch die Baba Yaga und Rabenschwarz haben sie hier noch länger drin. Natürlich auch wieder mit netten Bildern. Hier zum Beispiel, aber das Bild habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Sieht auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr cool aus. Ja, Kaiser Gambit haben sie sogar hier auch noch als extra Hintergrundbeschreibung. Da geht es natürlich dann ganz groß um Wien und so weiter, bestimmt um irgendwelche Hexen. Das ist auch nochmal anderthalb Seiten. Also, sie haben hier richtig viele Hintergründe. Das finde ich sehr, sehr cool. Sind also nochmal viel detailreicher geworden hier anscheinend. Ja, Kaiser Gambit ist natürlich der gleichnamige Titel von dem entsprechenden Buch. Habe ich hier auch schon durchgeblättert. Ja, und dann gibt es hier tatsächlich noch einen sehr interessanten Abschnitt zum mythologischen Zeitalter. Und ehrlich gesagt, das sagt mir jetzt selbst nicht wirklich etwas. Da heißt es immer wieder, haben wir Andeutungen gemacht, also die Redaktion, wonach es in der Welt von Hexen 1733 Dinge gab, die aus dem Rahmen der Geschichtsbücher fallen. Und so weiter. Afrika und so weiter. Okay. Da geht es nochmal um die Alben. Und klar, das weiß man ja eigentlich, die gab es auch schon vor dieser ganzen Katastrophe. Und da geht es um verschiedene Alben anscheinend. Also tatsächlich, so viel kann man ja mal spoilern, Richtung Atlantis ist hier echt viel. Wie zwei Seiten oder so. Und ach so, das war auch der eine große Abschnitt hier. Das ist so ein Mare Monstrum-Ding, okay. Und dann, okay, und dann geht's auch ins Kapitel 2 schon. Regeln für die Hexenmeisterin. Passt natürlich, wenn sie sagen, Hexenmeisterin, ne? Dass sie dann hier auch eines ihrer Bilder nehmen, wo Frauen drauf sind. Genau, hier wird dann auch direkt gesagt, was im
wo der Regel 1 ja, war und was sie hier halt machen. Ist ja klar, der Fokus liegt natürlich jetzt hier auf SL. So, natürlich, ähnlich wie im ersten Band, werden hier erstmal ganz viele Begriffe nochmal genauer erklärt. Und, okay, ich hatte mich ja gefragt, ob sie gewisse Dinge wiederholen im Spielleiterbuch und man hier im SL-Buch vielleicht, also wenn man nur SL ist, das Grundbuch gar nicht braucht. Also ob hier doch Grundregeln und so weiter wiederholt werden. Habe ich dann auch gedacht, nee, das wird bestimmt nicht gemacht. Und ich sehe hier, also die Würfel zum Beispiel, Spielmaterialien, Würfel, das wird hier schon in einer Art nochmal wiederholt. Vielleicht sind die Texte ein bisschen auf SL angepasst, aber das ist hier schon nochmal drin. Und auch, also wie die ganzen Proben ablaufen und so weiter. Und ja, dann geht's auch schon ins nächste Kapitel. Oh, ist ja hier ein recht Herr der Fliegen-Kampagnen gefälliges Bild, also Einstiegskampagne. Haben wir bei uns ja mittlerweile beendet, habe ich geleitet. War eine coole Sache. Kann ich auf jeden Fall normal empfehlen. Gut, Gegner im Kampf. Ja, da sehen wir natürlich schon eine Hexe. Bisschen hier in den Anfang kann man ja rein. Und ja, dann geht es erstmal um Anführer Gegner. Und ja, im ersten Buch damals haben sie Anführergegner erklärt anhand von so einem Räuberhauptmann. Wahrscheinlich haben sie sich jetzt gedacht, naja, wir machen das mal lieber anhand von so einer richtigen Hexe, weil, naja, es ist ja Hexen. Und anhand dessen, das kann man ja ruhig auch mal ein bisschen zeigen, erklären sie dann hier ein bisschen was. Das ist jetzt halt ein archetypischer Charakter, deswegen. Also so machen sie das dann hier. Auch wieder ähnlich wie im ersten Buch, dass sie hier die ganzen Sachen hervorheben auf diese Art, die ihr hier seht. Und in Rot wird manchmal am Rand auch noch erklärt, was ist denn jetzt eine Jägerzahl und so weiter. Ja, also auf ein paar Seiten werden hier alle möglichen Details erklärt rund um Anführer, Gegner und jetzt sehe ich schon, es geht hier aber auf einmal dann um Bandengegner. Moment. Okay. Das ist ein bisschen versteckt hier gewesen. Habe ich jetzt beim hier gerade nicht so gut gesehen. Ja, okay. Dann, das führen Sie schon richtig ein. Dann geht es auf einmal um Bandengegner. Da ist dann der Schleimling das Beispiel. Und das ist einfach nur, was kann es für Arten von Gegnern geben? Also hier werden jetzt nicht irgendwie Gegner generell aufgezählt. Da sieht man ja schon im Inhaltsverzeichnis, das machen sie dann später. Ja, dann Kämpfe organisieren. Auch wieder natürlich ein echt cooles Bild hier. Ja, also das letzte Kapitel war dann eben recht kurz. Und dann kommt hier das Übliche, soll man ausspielen, überspringen und so weiter. Wie kann man Kämpfe darstellen mit diesen ganzen Chips und so weiter. Und auch hier wieder Initiative, Bewegung. Da wird das alles auseinandergenommen und mit Bildern und Chips erklärt. Also das wiederholt sich tatsächlich dann, was das Buch Regeln 1 angeht. Na gut, müssen auch beide wissen, ne? Ist okay. Diese ganzen genauen Erklärungen, also ich glaube, irgendwie Bandengegner wurden ein bisschen erklärt. Da wurde allgemein irgendwas erklärt im Buch der Regeln 1, aber Anführergegner wurden jetzt hier nur so richtig erklärt. Und natürlich Bandengegner auch nochmal viel ausführlicher. Ja, was mit Zuständen ist, Anhalten, Einflüssen, auch wie sich das auf Gegner hier bezieht, weil die das ja nicht so unbedingt bekommen können. Ja, und dann natürlich irgendwelche speziellen Schadenszusätze, die braucht man auch nicht unbedingt im ersten Band. Ja, also irgendwie, keine Ahnung, innerer Schaden, Blutheilung, Ambitionsraub, Lähmung und sowas alles. Das haben sie so, oh, das kenne ich auch gar nicht so, das haben sie auch aufgetrennt.
in Schadenszusätze für NSC erfolgsbasiert und nicht erfolgsbasiert. Kann man ja mal kurz zeigen hier. Ja gut, macht ja auch Sinn, dass sie das irgendwie alles schön aufdröseln. Oh, und hier kommt auf jeden Fall auch nochmal ziemlich ein, zumindest bildhafter Spoiler für die Kampagne Herr der Fliegen. Sogar für das letzte Abenteuer. Ja, Kampfende und ja, wie das überhaupt mit Kämpfen so funktioniert. Also, wie man mal so Kämpfe überhaupt anfangen kann, wie man das alles gestaltet. Nochmal so eine halbe Seite. Genau. Ja, sonstige Regeln, Kapitel 5. Gucken, was da jetzt so kommt. Ah, okay, Freizeitaktion. Ja, gut. Okay. Also alles rund um Freizeitaktionen. Da fällt mir jetzt auch nichts Besonderes auf. Die Dinge, die man so machen kann, das habe ich auch schon beim ersten Buch gesagt, sind hier eben die Grunddinge. Also das sind jetzt nicht alle möglichen Freizeitaktionen, wie man sie aus der Regelwiki kennt. Ja, Unterhaltszahlung, auch nochmal fast 2 Seiten. Und Geld durch Honorar, das kenne ich, glaube ich, noch nicht aus dem ersten Band. Beim Honorar kannst du jeden beliebigen Betrag an Gulden festlegen oder den Zufall zu Rate ziehen. Ermittle das Gesamthonorar wie beim Festlegen von Schätzen. Okay, also da würfelt man letztlich einfach irgendwie. Na gut. So, wie man Proben ablegt mit mehreren Jägern. Ja, gut. Unterstützende Proben, Gruppenvergleichsproben und so weiter. Ja, deswegen sind das hier auch alles kleinere Kapitel, weil sie eben gewisse kleinere Aspekte einfach, ich sag jetzt mal, abgespalten haben oder aus dem Grundregelwerk von damals rausgeholt haben. So, dann kommen wir noch zum Kapitel 6, optionale Zusatzregeln. Ach genau, das hatten Sie nämlich auch mal irgendwann gesagt, dass Sie jetzt nicht mehr diese ganzen Zustände als komplette Grundregel definieren wollen, sondern das soll quasi ein Zusatz sein, halt für die Leute, die noch einfacher spielen wollen. Okay. Ja gut, dann sind Zustände jetzt eben optional. Ich meine, wir spielen natürlich damit, weil das ist einfach super. Also ohne Zustände würde ich, glaube ich, gar nicht spielen. Das wäre mir zu wenig. Ja, mal gucken, ob hier irgendwelche anderen neuen Zustände sind. Atemnot, Blindheit, Blutung, Erfrierung, Fluch, Furcht, Krankheit, Stummheit, Taubheit, Taumeln, Trauma, Verbrennung, Vergiftung, Verzauerung. Also ich glaube, da ist nicht wirklich was anders. Wenn euch da irgendwas aufgefallen ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber mir ist jetzt nichts wirklich aufgefallen. Ja, dann noch Motivation. Da haben sie dann auch gesagt, damit muss man nicht spielen. Da haben sie auch wieder eine Liste mit den ganzen typischen, wie man sie eigentlich von damals aus dem Grundregelwerk kennt. Auch jetzt ähnlich wie bei dem Buch der Regeln 1. Also auch da nicht die ganzen, die es noch so extra gibt aus der Regelwiki. Jo. Bisschen was zu Kleidungssets und bisschen was zu berittenem Kampf. Ach, diese Kleidungssets-Regeln, stimmt. Da haben sie auch gesagt, dass sie da die Effekte noch irgendwie beschreiben extra und das als Extra-Regel machen. Da habe ich nämlich im Buch der Regeln 1, Moment mal, da war, glaube ich, wirklich gar nichts beschrieben mit Kleidungseffekten. Ich glaube, es gab zwei, drei Stellen mit Kleidung. Also einmal so der völlige Fluff-Teil mit diesem pergamentartigen Hintergrund, wo man immer weiß, das ist halt reiner Fluff. Und dann noch in dieser grünlichen Manier hier, diesem grünlichen Layout. Nochmal so ein bisschen klarer, was für Kleidungssets man haben könnte und wie die so beschrieben sein könnten. Aber da gab es, glaube ich, auch keine Effekte mit dabei. Die sind dann nur als Optionalregel hier im zweiten Band. Ja gut, aber damit würde ich auch immer spielen.
Aber ich kann es auch verstehen, wenn Leute darauf aus irgendwelchen Gründen keinen Bock haben. Ne, wenn dann, keine Ahnung, wenn dann mal irgendwie Leute sich extra spezielle Kleidung holen, die nicht ganz zum Charakter passt und dann immer so ganz komisch die Kleidung vielleicht auch wechseln, nur damit sie diesen Effekt gerade mal haben. Ja, naja. Gut, ist bei uns zum Glück noch nicht so passiert. Auch wenn wir einen haben, der ein bisschen Powergaming-mäßig drauf ist, aber ja, der hat das jetzt auch nie irgendwie komisch ausgenutzt. Und dem ist es aber auch wichtig, dass es nicht zu komisch wirkt, sondern sich ins Spiel auch einpasst. Ja, berittener Kampf, gut, ist halt optional. Mit durchgehenden Pferden und so weiter. Gibt es auch ein bisschen historische kleine Anekdoten hier zu königlichen Pferden oder auch zu Pferden in der frühen Neuzeit generell. Diese Historia-Kästen, die sind, glaube ich, hier in dem Band ein bisschen seltener. Die passen ja auch mehr so da rein, wo nicht ständig irgendwelche Hintergründe, Geheimnisse und Kreaturen erklärt werden. Na gut. Und nochmal als aus Spielleitersicht die ganzen Verderbnisregeln auf überner Seite. Klar, damit muss man auch nicht spielen, aber wir machen es auf jeden Fall. Und die Bedrohungsstufen, die sind jetzt hier auch natürlich. Ich glaube, sie sind im Buch der Regeln 1 nur mal erwähnt. Wenn dann auch nur recht kurz. Hier sind sie auf jeden Fall auf fast 2 Seiten nochmal mit drin. Wir spielen tatsächlich nicht wirklich mit Bedrohungsstufen. Ich glaube, wenn, dann handwedeln wir das auch. Also dann sagt man mal irgendwie, na gut, wenn ihr euch da nochmal extra irgendwo ausruht, dann können sich einfach gewisse Gegner oder so mehr vorbereiten. Und es wird einfach irgendwas ein bisschen angepasst und ein bisschen schwerer vielleicht gemacht, je nachdem, ja, wie lange sie da Zeit verstreichen lassen in Situationen, wo man eigentlich doch möglichst schnell agieren sollte. Also wenn sie sich durch Zeit ständig Vorteile verschaffen wollen, dann ja, bauen wir das dann auch realistisch ein, dass andere auf der anderen Seite sich auch gewisse Vorteile verschaffen können. Keine Ahnung, schon mal irgendwie Beschwörungen gemacht haben für Bandengegner oder sowas. Gut. Allerdings gibt es dann hier noch so einen Regelbaukasten und da weiß ich jetzt gerade auch nicht wirklich, was Sie damit meinen. Okay, Verbrauchsmittel als Reaktion. Ja, gut. Okay, zum Beispiel Heilelixiere, wenn man sich heilen will und so weiter. Kürzere Regeln, die zusammengefasst werden, okay. Ja, gut, das sind für uns so Standardsachen. Verbrauchsmittel als Reaktion, ja, mein Gott. Übersicht über den Kampf. Ach so, dass man in Ini 0 da noch AP übrig hat und sich dann die Initiative für pro AP um 3 erhöhen kann für die nächste Kampfrunde. Ja, mein Gott. Da steht halt im Grundregelwerk der ersten Edition einfach irgendwo mit drin. Das ist eben da ein wenig komplexer vielleicht. Das ist jetzt für uns als Gruppe auch nicht wild. Wir spielen ja eh auch schon ewig irgendwelche Sachen. Haben quasi mit DSA 4, 4.1 angefangen. Da gab es eh genügend krasses Zeug. Ja, das ist alles. Aber gut. Für wirklich Neulinge ist es vielleicht nicht schlecht, wenn solche Dinge nicht irgendwo noch extra aufgeführt, versteckt in irgendwelchen, ja, wie sagt man, Grundregeln mit drinstehen, sondern einfach nochmal extra erklärt werden an anderer Stelle. Und Überraschungsregeln sind da auch mit drin. Okay, da hätte ich jetzt gedacht, dass die schon eher Grundregel sind. Interaktion gebundener Jäger. Ja gut, Gegner gefangen nehmen. Ja, mein Gott. Trunkenheit ist auch nochmal so eine kleine Extrasache. Umgebungseffekte auch. Ja gut. Ja, okay, finde ich. Und das war's auch schon. Das, ja. Also sieben kleine Sachen. Ja, find ich okay. Gut, dann Kapitel 7, Interaktion mit NSCs. Ah, ein Bild hier aus dem Parazoologiebuch. Erkenne ich doch sofort. Ja. Gut, dann haben sie das eben auch nochmal aufgespalten. Ja, ist auf jeden Fall nochmal ein schönes Stück übersichtlicher geworden insgesamt, finde ich. Gut, was gibt's da? Verschiedene Personengruppen werden da angesprochen. Wie das so mit Massenbefragung ist, ja, gut. Wie ein SL da mit den ganzen Informationen oder auch Falschinformationen umgehen kann. Ja, okay. So detailreich war das vielleicht jetzt nicht drin
Im ersten Band finde ich ganz nett, dass sie das ein bisschen aufgedröselt haben. Hatten wir jetzt aber auch nie wirklich ein Problem mit. Ja. Ja, gut. Personengruppen. Zu Nebenpersonen sagen die dann auch noch was zu Hauptpersonen. Okay, mit gewissen Unterpunkten, Vertrauen herstellen, Mission vergeben und so weiter. Ja, sehr schön. Gespräche mit Hauptpersonen. Wie das ist, wenn da Gewalt mit reinkommt. Ja. Ja gut, das sind auch ja hier so 5 Seiten und dann ist das auch schon wieder durch. Aber bei Hexen ist es ja immer nicht so viel, ne? Es liest sich dann meistens recht schnell weg. Das finde ich immer ganz angenehm. Okay, dann Gegner erschaffen. Oh, das passt ja hier gut zu Halloween. Ein wunderbares Bild, wie ich finde. Wunder, wunderschön. Ich glaube, das kann ich mir mal eigentlich abspeichern, so als Avatar irgendwo in einem Messenger oder so mal für ein paar Tage. Sehr geil. So, Gegner erschaffen. Ja. Ah, Versuch einer Klassifizierung. Ich glaube, genau der gleiche Überschriftenwortlaut, den gab es auch schon im Grundbuch, im Grundregelwerk der ersten Edition. So. Natürlich sagen sie auch einem, wie das ist, wenn man Monster abwandeln will oder von Grund auf irgendwas baut und woher man Inspiration bekommen kann. Und dann eben, was das alles für eine Funktion dann haben sollte. Natürlich nochmal wieder Banden, Gegner, Anführer, Gegner. Was die so grob können, damit man das mal einschätzen kann. Ja. Und man kann natürlich auch schauen, dass man Kämpfe nacheinander irgendwie baut und vielleicht schauen muss, wie man die Stärke dann einschätzt, wie heftig das die Jäger dann runterhaut. Hatte ich in der Einstiegskampagne auch Richtung Schluss. Das war dann auch sehr spannend. Weil wenn Kämpfe kurz nacheinander kommen bei Hexen und man sich nicht so richtig mit den Ressourcen regenerieren kann, was sonst relativ schnell geht, also Leben jetzt nicht unbedingt, aber ist ja durch diese Heilkästen gedeckelt und Elixierkästen, aber zumindest solche Sachen wie Qs und Ideen, wenn man das alles nicht so richtig regenerieren kann, nicht so schnell, dann, ja, das kann schon heftig werden. Und Heiltränke hat man auch nicht immer, also Alchemisten sind auch nicht immer dabei, naja. Ja, und dann eben schön hier so ein kleiner Baukasten, wie man Bandengegner baut und dann wirklich mit allen Abschnitten. Da weiß ich gar nicht, ob das genau in dem ersten Buch damals schon drin war, weil hier nehmen sie es wirklich auseinander. Art und Widernatürlichkeit, Lebenspunkte, Ini, Beute, Angriff, Schaden, Nahkampf oder Fernkampf. Und ja, verschiedenste Dienerkategorien in der Tabelle, das finde ich sehr, sehr cool. Und immer auch die Frage, wieder natürlich ja oder nein. Konstrukt, Halbtod, Wandlerkreatur und so weiter. Die meisten sind natürlich wieder natürlich. Aber es gibt ja ab und an auch mal normale Menschen oder Tiere. Oder, naja, Alben natürlich. Die sind ja auch nicht wieder natürlich. Also für die Hexenwelt. Ja. Und ja, Bandenkräfte und so weiter. Da wird zu allen möglichen Dingen was gesagt. Und dann eben auch nochmal, wie man Anführergegner bauen kann. Und das wird hier auch nochmal mehr auseinandergenommen als in der alten Version, auch mit mehr Tabellen. Da gibt es auch Richtwerte für Lebenspunkte und so weiter. Also, das ist schon cool. Geht hier bis Anführergegner der Stufe 5. Ja, gut, das wird dann halt alles auseinandergedröselt. Auch Hexpunkte und so weiter, also einfach alle Stats und Sachen drumrum werden hier wirklich auseinandergeklüselt. Das ist dann aber auch schon mit Gegner erschaffen. Das Gegner anpassen ist tatsächlich nochmal ein extra Kapitel, Kapitel 9. Hier geht es tatsächlich dann nochmal ums Balancing. Balancing auch nochmal hier eine halbe Seite und dann Strategie anpassen und so weiter. Und wie das ist, wenn jetzt gewisse Spezialisten in der Jägergruppe fehlen, was man dann machen könnte. Ja, also
sie nehmen das wirklich alles hier, kurz gesagt, etwas mehr auseinander als in dem ersten Band. Ja, Gegner kann man natürlich auch nochmal variieren. Ja, das machen sie hier am Beispiel von so einer Pestratte. Gehen sie es auch nochmal alles durch und tatsächlich aber auch nochmal mit so einem Mumienfürst, also Anführergegner variieren. Da gehen sie auch nochmal das alles sehr beispielhaft durch. Ja, das sind halt auch hier so ein paar Seiten insgesamt und dann geht es eben tatsächlich hier rein, wirklich in die ganzen Viecher. Da will ich jetzt auch nicht groß spoilern, auf jeden Fall. Das Coole ist, sie können natürlich hier auch schon direkt auf spezielle Dinge eingehen, die es teilweise erst später gab. Zum Beispiel weiße Hexen, die man ja auch selber spielen kann. Darauf können sie jetzt hier direkt schon eingehen. Weiß ich gar nicht, ich glaube, das war jetzt gar nicht so im Grundregelwerk. Damals. Ja, und natürlich auch so andere Aspekte wie männliche Hexen und die Gottheit Hekate und so weiter. Ja, und dann eben ähnlich wie im damaligen Buch, so generelle kleine Texte erstmal, ne? Wie findet man Hexen und so weiter, wie bekämpft man die? Ist natürlich cool, dass diese Sachen eigentlich auch nur hier in diesem SL-Buch drin sind, weil das sollte eigentlich, das sollten Spieler jetzt nicht groß alles lesen. Ja. Gut, dann gibt es hier auch wieder die Sumpfhexen, die Gifthexen. Teilweise neue Bilder, sehr schön. Natürlich die ganzen Werte angepasst auf die zweite Edition. Verführerin, die Waldhexen gibt es noch. Ich weiß gar nicht, ob Verführerinnen damals auch drin waren. Na gut, und natürlich ein paar Hexenkreaturen, so ein paar Bandengegner. Und die Unholde als extra nochmal gefeaturete Diener der Hexen, die damals auch schon so gefeatured waren, die gibt es natürlich hier auch nochmal. Ganz bisschen Bilder vielleicht mehr. Und ja, dann. Ansonsten ist alles recht ähnlich wie damals. Dämonen. Ah. Oh gut, hier bringen sie dann auch schon mal so Sachen rein, die man eigentlich vielleicht aus diesen neueren Crowdfunding-Sachen mit diesen ganzen Teufelsbann- und Teufelspaktbüchern vielleicht kennt, diese Nexus-Sachen. Ja. In die PDFs habe ich auch noch nicht so richtig reingelesen, weil ich werde nämlich die Bücher noch bekommen. Die werden mir sehr recht wahrscheinlich geschenkt werden zu gewissen Feiertagen noch in diesem Jahr. Und ja, da möchte ich natürlich mehr so in dem richtigen Buch schmökern und nicht digital auf dem Bildschirm. Ja, gut. Also körperlose Dämonen, materielle Dämonen, das wird hier alles auch nochmal schön auseinandergedröselt. Die Höllenreiche, da wird nochmal kurz was gesagt. Natürlich jetzt alles nicht so lang und breit wie in den entsprechenden Büchern, Teufelsbann, Teufelspakt. Da nehmen sie ja wirklich da alles genau auseinander mit schönen Seiten um Seiten um Seiten um Seiten zu diesen ganzen Höllenreichen und so weiter. Gut. Ja, und auch hier wieder, wie findet man die, wie bekämpft man die und so weiter. Der gute Kettenrassler, ja. Der war natürlich damals auch schon drin. Ich glaube, da haben sie das Bild auch nochmal ein bisschen überarbeitet und verschönert. Ich glaube, das war damals ein bisschen kruder gemalt. Na gut. Oh, und ich sehe, da haben sie eine Kreatur reingebracht. Ich will jetzt nicht spoilern, aber da haben sie auf jeden Fall was reingebracht, was sonst in der Einstiegskampagne vorkommt und da sogar etwas runtergedampft wurde, damit das nicht so schwer ist für die Gegner. Für die Gegner, ja, für die Jäger. Weil es nämlich auch ein Anführer 3 Gegner ist. Und das ist nämlich auch so ein Kampf gewesen, der. Ja, das waren so mehrere Kämpfe in Reihe. Zum Ende hin auch. Und das, ist schon hart genug. So. Ja, da gibt es ein bisschen was Neues hier anscheinend. Die Myrmidonen wurden hier nochmal als extra aufgeführt, sowie auch die Unholde bei den Hexen. Als eigene große Klasse, die hier noch länger ausgeführt wird. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das im Grundregelwerk damals so war. Kann sein. Ja, und noch ein bisschen was zu Dämonenbrut, noch einige Bannengegner. Ja, damit kann man auf jeden Fall schon einiges machen. Gut, dann Schwarzmagier, Meister der Arkankünste. Kapitel 12. Auch wieder ziemlich cooles Bild. Das kommt doch bestimmt aus irgendeinem so Abenteuer, ne? Naja, ich weiß gar nicht, was hier irgendwie ist, aber
Sieht auf jeden Fall auch cool aus. Ja. Schwarzmagier. Gut, dann Mini-Spoiler natürlich jetzt hier, wie man sie findet. Aber okay. Ja. Natürlich hier auch wieder die entsprechenden üblichen drin, Nekromant und so weiter. Ah, ich sehe hier aber auch ein bisschen was Neues anscheinend. Und dann natürlich hier als Kreaturenart die Zauberkreaturen, Golems und solche. Ja, es ist jetzt aber alles recht kurz gehalten. Also es ist weniger los in diesem Kapitel als in den beiden letzten. Aber klar, Hexen, Dämonen, das sind ja auch die ganz typischen Sachen hier. Ja, dann Alben, auch wieder ein richtig cooles Bild, und wer genauer hinsieht, der sieht natürlich auch, dass hier im Hintergrund noch ganz kleine Alben, die ähnlich aussehen wie er hier, zu sehen sind. Wesen aus Mythen und Märchen. Ja, gut. Auch hier wieder kleiner Einblick, und ja, natürlich geht es dann um die ganzen Alpenvölker und um die Natürlichkeit, wieder Natürlichkeit. Menschliche Tarnung und solche ganzen Geschichten. Und auch wieder, wie man sie findet, wie man sie bekämpft, das Übliche. Und dann findet man hier typische Vertreter, die man auch aus dem damaligen Buch kennt. Glaube, so wie ich das hier sehe, gibt es hier aber auch ein ganz bisschen was Neues. Ja, und die extra Art sind natürlich dann hier die Albenkreaturen. Und da sind schon auch, also mindestens ein echt cooles Bild dabei. Kommt vielleicht auch aus Mare Monstrum, von damals noch vom Crowdfunding, bin ich mir nicht sicher. Sie haben tatsächlich aber hier noch eine zweite Kategorie aufgemacht, nämlich Schwarzalben. Ja, die sind natürlich dann ein bisschen fieser drauf. Und tatsächlich auch eine dritte Kategorie, die Meeresalben. Und ja, dann geht's in Kapitel 14 Vampire. Meister des Blutes. Gut, natürlich auch wieder erstmal hier Großeinleitung, Vampirarten und Hämophagen. Was es mit denen dann auf sich hat und die Bluttaufe, die sogenannte. Auch wieder, wie findet man sie, wie tötet man sie? Ja, und dann sind natürlich einige hier aufgeführt. Da sehe ich auch ein bisschen was Neues im Gegensatz zu früher. Sehr schön. Und dann natürlich nochmal Vampirkreaturen. Ja, ist ein bisschen was. Und dann zwei Seiten, so ja. Und dann haben wir schon die Wiedergänger. Sehr schön. Ja. Auch erstmal wieder Rieseneinleitung und dann die übliche Aufbau. Natürlich Mumien und so weiter. Gab es früher auch alles. Ah, ich glaube, sie haben jetzt hier den kopflosen Reiter auch integriert. Den gab es damals, glaube ich, da noch nicht. Natürlich mit seinem richtig coolen Bild. War der nicht ursprünglich aus irgendeinem Halloween-Abenteuer? Ja, und da gibt es dann auch noch spezielle Formen natürlich, Untote, Halbtote, noch so einige schöne Bandengegner. Aber das ist natürlich noch nicht das Ende, denn es gibt hier auch noch die Wandler. Das ist natürlich auch ganz typisch hier für Hexen. Einmal hier auch die Einleitung. Ja, und dann natürlich die üblichen Fragen, die man sich stellt. Verwandlung. Der Wehrfluch. Ja, was für Unterarten es gibt. Ja, was führen Sie hier überhaupt auf? Werbären, wer Katzen? Da gab es ja auch so eine Mini-PDF zu letztens. Wer Hunde, wer Ratten, wer Wölfe? Also hier wird tatsächlich unterschieden zwischen wer Wölfen und wer Hunden. Wer Füchse, wer Hirsche, wer Raben? Okay. Ja, natürlich, der Tübingen-Band. Unter Wölfen hieß der ja, glaube ich, wo ganz viele Werwölfe, also Clans, da regiert haben. Da haben sie natürlich schön hier Möglichkeiten an Bildern und Sets und so weiter. Ah, cool. Der Werrattenattentäter.
Ja, sowas in der Art hatten wir, glaube ich, mal etwas anders in der Einstiegskampagne. Da haben sie auch ein bisschen dran knapsen müssen. Ja, Wandlerkreaturen gibt es auch noch. Bisschen zumindest sowas wie Pestratten. Und dann gibt es noch, und das kommt, glaube ich, eher so aus dem Handbuch der Parazoologie. Das war, glaube ich, so noch nicht im Grundregelwerk der ersten Edition. Ja, also ich hatte zumindest mal irgendwann Französisch ein ganz bisschen inconnu, glaube ich, spricht man es aus. Also die quasi die unbekannten Fabeltiere aus der Anderswelt. Und da haben sie gleich auch ein Bild aus dem Handbuch der Parazoologie. Und damals, als ich das neu hatte, habe ich ja auch einmal auf dem Kanal durchgeblättert. Als ich das neu hatte, habe ich noch so gedacht, oh, das sieht ja hier erstmal wie so eine Witcher 3-Szene aus. Naja, gut, das ganze Handbuch der Parazoologie erinnert auch so ein bisschen an, ja, so an Witcher halt, ne? Weil man da natürlich Tiere klassifiziert und vielleicht auch irgendwelche Sachen von denen nehmen kann. Nicht so krass wie im Witcher-Rollenspiel natürlich, aber es erinnert eben einfach so ein bisschen. Ja, vielleicht haben sie deswegen auch hier auf dem Cover dem einen hier so ein bisschen längere Haare gegeben und einen Bart und so, weil das vielleicht an Witcher 3 erinnert. Na gut. Ja, dann hier auch ein bisschen Erklärung als Mini-Spoiler vielleicht auch. Und ja, auch da gibt es wieder Unterarten. Und ja, bei denen sind Unterarten solche Sachen wie Greifen, Einhörner, ne? Sowas halt. Also hier sind wirklich jetzt nicht seitenweise Kreaturen, das sind wirklich tatsächlich, also nach dieser fast einseitigen großen Einleitung hier, sind das halt zwei Seiten nochmal. Ja, ich gucke mal, ob es hier überhaupt Bandengegner gibt. Glaube nicht. Das sind, glaube ich, immer so spezielle Viecher. Nee. Kann aber sein, dass im Handbuch der Parazoologie hier und da ein paar Bandengegner noch mit dabei waren. Na gut. Ja, und dann natürlich noch allgemein Tiere und Menschen. Das sieht hier ziemlich nach Mare Monstrum aus mit den antiken Ruinen. Da sind wir, wie gesagt, gerade auch in die entsprechende Kampagne eingestiegen, beziehungsweise den selbstgemachten Prolog dazu von dem SL. Da haben wir gerade auch so eine kleine Ruine in der Nähe von Kreta erforscht. Und erforschen die Insel, auf der wir sind, doch etwas weiter. Das ist ja auch das Tolle an Mare Monstrum. Da können ja auch Inseln mal so aufgetaucht sein im Laufe der ganzen Jahrzehnte. Vielleicht ist auch mal eine Insel untergegangen. Kann man ja auch alles freigestalten. Ja, das ist ja mal das Nette und Freie bei Hexen. Gut. Dann hier nur eine Mini-Einleitung und dann geht's hier auch direkt los. Das finde ich übrigens auch ziemlich cool. Also ich finde es natürlich nicht nur cool, dass sie hier konsequenterweise die Inconnu ein ganz bisschen noch mit reingepflanzt haben, weil Hexen hat sich halt weiterentwickelt. Sondern dass sie hier auch nochmal extra für normalere Menschen und Tiere was drin haben. Denn ja, man hat irgendwie, keine Ahnung, ich hatte zumindest erstmal so am Anfang damals bei Hexen so im Kopf so, naja, ach komm, so Standardkämpfe gegen so Standardtypen, mal so zwei Stadtwachen irgendwo oder Stadtbüttel irgendwo in der Stadt. Da braucht man ja nicht unbedingt ausspielen, die kann man mal so platt machen und das ist dann so ein kurzer erzählerischer Konflikt. Na, aber man muss schon sagen, wenn man möchte, kann man da durchaus auch Kämpfe richtig ausgestalten. Und dass man dazu hier die ganzen so kleine Beschreibungen und Stats hat, das finde ich eben super. Gut, ja. Kultanhänger, ja. Wahnhafte. Was haben wir hier noch? Wölfe. Gehörntes Wild. Der Raubfisch allgemein. Sehr cool. Raubvögel. Der Rabe oder Rabenschwarm, Fledermausschwarm, ein typischer Söldner. Gut, der wäre zum Beispiel Bande 2. Ja, klar. Aber es gibt auch Hauptmänner, die können dann eben auch mal Anführer sein. Und typischer Stadtknecht. Stadtknecht?
Also Stadtwachen oder was? Ah, so eine Art Polizeitruppe, Schutzpolizei und so weiter. Okay, die können auch eher Bande 3 sein, tatsächlich. So richtig Stadtgarde-mäßig. Okay, vor allem wenn sie richtig ausgebildet sind. Und den allgemeinen Schurken haben wir hier noch. Mit einem netten Bild. Eine Schurkin sogar, in dem Fall. Ja, und das allerletzte wäre dann hier tatsächlich noch das Abenteuer Dämonenbrut. Und das ist hier ein mir allseits bekanntes Bild. Nicht allseits bekannt, ein mir sehr gut bekanntes Bild, so rum. Ich weiß sogar noch, wie die Person hier oder die Kreatur hier heißt und die Kreaturen, die hier sonst noch so sind. Also auch mit richtigem Namen, weil das habe ich nämlich selbst geleitet. Das Abenteuer ist ja eins der Einstiegsabenteuer, auch richtig für Stufe 1 im Prinzip. Weiß nicht, Stufe 1 oder 2 kann man, glaube ich, benutzen. Und bei uns war es nämlich damals so, wir haben, also ganz am Anfang, als Hexen rausgekommen ist, da meine anderen Leute das alles noch gar nicht so gecheckt und so weiter, weil die beschäftigen sich mit irgendwelchen neueren Rollenspielen und so weiter gar nicht so wirklich. Also meistens bin ich der, der sagt, hey Leute, es gibt da irgendwas Neues, können wir mal probieren. Tatsächlich hatte ein anderer aus unserem Umkreis mal das alles spielen wollen schon und so, aber ja, wir halt dann nicht so. Naja, und in späterer Zeit, als die Leute sich dann schon so langsam, als sie älter wurden, aufgetrennt haben, wegen, keine Ahnung, Studium oder Arbeit, was auch immer, Ausbildung, da hatten wir dann auch mit ihm weniger Kontakt. Und dann, ich war dann nämlich auch so in der Phase, wo ich gesagt habe, ja, ich will nicht immer jedes neue Rollenspiel noch hier. Oder auch, was ich halbwegs cool fände, es muss auch nicht sein, wir machen hauptsächlich DSA und dann war es das. Und dann kam aber doch eine Phase, wo ich gesagt habe, oh, das ist schon irgendwie cool, ich will das schon mal irgendwie ausprobieren. Dieser Mix aus Historie, sehr schönen Büchern, dem ganzen Märchenhaften, bisschen Horror und flottes, schnelles System und einer netten Zeit, die man auch so direkt noch nicht im Rollenspiel mal irgendwo hatte. Und Mirko Bader und netten Leuten, die da auch mal für Cthulhu und so geschrieben haben. Das war dann schon irgendwie cool und dann habe ich das doch mal gewollt und ja, dann wollten wir halt alle zusammen spielen, aber der eine, der war dann auch weg. Dann haben wir es erstmal noch nicht gemacht und später konnten wir es dann und da kam dann mal so eine Phase, wo wir irgendwie gesagt haben, wir schieben das mal ein und spielen DSA später weiter. Und da habe ich dann tatsächlich, ich glaube, das Einstiegsabenteuer Jagdglück, das war das allererste. Das hat, glaube ich, irgendwie auch nur 3, 4 Euro gekostet hier im E-Books Store bei Ulysses und das habe ich mir dann irgendwie so ausgedruckt und das haben wir dann habe ich dann geleitet und musste erstmal voll reinkommen und habe davor irgendwie das gesamte Grundregelwerk durchgelesen, alles verschlungen und das konnte man, ich habe es in einem Stück gelesen, das konnte man aber auch echt gut lesen. Also bei Hexen, finde ich, kann man die Sachen immer echt gut lesen. Und dann, ja, haben wir tatsächlich auch den Spezialfall gehabt, dass wir zu dem Zeitpunkt nur, also ich hatte nur zwei Spieler und bei Hexen soll man ja schon mit drei Spielern mindestens spielen. Und die haben sich dann sehr aufeinander abgestimmt und ich habe dann ganz bisschen Sachen auch angepasst und dann ging das aber auch alles. Und dann haben wir nämlich als zweites Dämonenbrut gespielt und weil sie halt so geil aufeinander abgestimmt waren und ich ganz bisschen was angepasst habe und Hexen, also da passt man ja eh Dinge auch an, zumindest Lebenspunkte und Hexpunkte und sowas alles auf die Spielerzahl. Aber auch Mirko Bader hat damals schon gesagt, eigentlich braucht man drei Spieler. Und man will ja auch coole Rollen und Professionen kombinieren und alles. Das ja, ist ja auch generell im Rollenspiel so, dass es ab drei Spielern wird es ja immer am coolsten. Also drei Spieler plus SL, also mit vier Leuten. Ja, naja, und dann haben wir das halt gespielt. Und ich spoilere jetzt nichts, aber im Finale wurde es dann. Also sie haben halt nicht komplett schlau gehandelt, sage ich mal, und haben ein bisschen Pech vielleicht noch gehabt. Und da haben sie ganz, ganz knapp es nicht geschafft. Und ich habe dann mal ein Auge zugedrückt und gesagt, naja, weil sie auch nur zwei Spieler sind, machen wir das mit dem Tod, der ja schon ein bisschen netter geregelt ist bei Hexen, noch ein ganz bisschen netter. Und sagen dann halt, okay, komm. Also der Hund, den sie dabei hatten. Der gute Gregor,
Der hat sich dann nochmal auf diesen Gegner geworfen, hat sich geopfert und die konnten noch gerade so entkommen. Und ja, da dieser Gegner gerade eh so eine gewisse Phase durchgemacht hat, ich spoiler wie gesagt jetzt nicht, so eine gewisse so Verwandlungsphase, hat er sich dann halt ablenken lassen und hatte dann anderes zu tun. Ja, und da haben wir dann halt nicht mehr Hexen weitergespielt und dann wieder ganz, ganz lange DSA. Ja, und jetzt von einem Dreivierteljahr oder so, von einem knappen Jahr, haben wir tatsächlich dann mit unserer vollen Runde wieder, also zu viert mit drei Spielern, haben wir dann halt tatsächlich gesagt, wir spielen mal Hexen, weil da, ich hatte dann auch noch so einen Lehrgang und so weiter und dann war das besser, wenn man das anders regelt und so. Und ja, dann haben wir halt bei einem aus unserer Runde, einem anderen, also bei einem anderen aus unserer Runde, der nicht ich bin, sozusagen, der hat dann halt mal das erste Mal Hexen geleitet. Da haben wir dann hier im Norden auch richtig Hamburg und so, was hier bei uns auch ist, als große Stadt, richtig gespielt. Und das ist auch wieder als Stadt in deutsche Lande beschrieben und so weiter für Hexen. Also richtig geil. Lokalkolorit. Naja, und dann hatte ich wieder Zeit und wir haben halt beschlossen, wir spielen mal so ein bisschen mehr Hexen. Ich hatte auch nochmal Bock, das zu leiten. Und da hatten wir auch einen Spieler dabei, der kannte Hexen auch noch nicht. Und ich wollte dann auch das Dämonenbrutabenteuer noch offiziell zu Ende führen. Und ja, dann haben wir eben in der alten Konstellation, ergänzt mit einem weiteren Spieler, einem weiteren Jäger, mit so einem coolen Nonnencharakter, so einem katholischen, das war echt geil, so Priester-Eiferer-mäßig, ja, haben wir dann tatsächlich die gute Schwester Hildegard dazu bekommen. Ja, das war sehr lustig, sehr cool. Und ja, dann haben wir schön Dämonenbrut offiziell abgeschlossen. Ich habe da noch ein bisschen Sachen erweitert ja, und dann haben wir tatsächlich danach wirklich so ein Übergangsabenteuer noch so ein bisschen gehabt und dann haben wir wirklich die Einstiegskampagne komplett durchgespielt, bis vor kurzem. Da habe ich ja auch in irgendeinem Video letztens schon mal erzählt gehabt, dass wir da so eine mega spannende Situation hatten, wie ich es, glaube ich, noch nie in den ganzen Rollenspieljahren hatte. Und am Ende tatsächlich so eine Pattsituation, wo wirklich alle sich gegenseitig irgendwie besiegt haben und so weiter. Ich habe das Ende dann auch nochmal angepasst, das offizielle und mehr oder weniger geskriptete Ende. Das war bei uns alles ein bisschen anders, aber sehr, sehr spannend. Und ja, wir haben dann eben, wir hätten eigentlich auch die Gruppe wechseln müssen und so weiter. Und ich wollte auch spielen wieder und wir wollten auch Mare Monstrum mal als anderes Setting mal sehen. Und ich werde dann auch später noch einen langen Lehrgang haben und so weiter. Und deswegen haben wir dann Mare Monstrum tatsächlich, ja, jetzt angefangen und da leitet dann auch wieder der eine, der schon bei Hamburg was geleitet hat. Genau, und in der Zeit von meinem langen Lehrgang, wo ich nicht so viel Zeit habe und so weiter, da wird er dann eben die Mare Monstrum-Kampagne leiten und da haben wir eine ganz, ganz tolle Gruppe schon zusammengestellt und die Einführung gespielt und ich durfte tatsächlich mit meinem Hospitaliter-Charakter dann auch schon da sitzen in einer Taverne und gucken, ob ich die anderen denn anheuere oder nicht für ein Schiff, für eine Expedition. Natürlich macht man das dann, ne? Man heuert die dann auch an, sonst wäre es ja komisch, aber das war sehr lustig, alles auszuspielen. Aber gut, das als langer Exkurs, denn ich kann hier nicht so richtig was zeigen, was spoilern. Auf jeden Fall ist das Abenteuer hier so fast 1:1 drin. Vielleicht gibt es hier auch noch mal, ja, gut. Gibt hier vielleicht auch nochmal zwei, drei neue kleine Bilder, die sich aber mehr auf irgendwelche Eigenschaften von Kreaturen beziehen und so, als jetzt direkt aufs Abenteuer. Beziehungsweise, ich merke gerade, dass ich bin schon in den Anhängen, glaube ich, drin. Denn Moment mal, haben Sie das Abenteuer gekürzt? Ich muss mal kurz gucken. Nee, 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 nee. 13 Seiten Abenteuer. Nee, nee, das haben sie nicht gekürzt. Okay. Nee, tatsächlich, sie haben halt hier in der PDF, deswegen irritiert mich das hier links, haben sie tatsächlich die Anhänge nicht. Ja, die sind natürlich dann hier noch drin. Ja,
Mal gucken, was es hier für Anhänge gibt. Also Anhang A, NSC-Eigenschaften. Klar, ihr seht schon, was damit zum Beispiel gemeint ist. Und das meinte ich dann eben auch mit den Bildern, die sie ab und an da noch hinzugefügt haben, die das hier ein bisschen auflockern. Die sind natürlich jetzt nicht im Abenteuer Dämonenbrut neu. Ja, Anhang B, NSC-Handlungskräfte. Bandenexplosion. Geil. Ja, Beschwörung und so weiter. Ja, ist ja klar, ne? Da haben sie auch sehr viel. Und dann Anhang C, Umgebungseffekte. Umgebungseffekte, alchemistisches Labor ist ja auch lustig. Attentäter ist auch ein Umgebungseffekt. Fluchtweg. Okay, da scheinen sie einiges noch irgendwie verändert und hinzugefügt zu haben, weil das kenne ich jetzt nicht so richtig von damals. Und dann ist Ende. Hier mit einem richtig, richtig geilen Bild mit diesen Schatten. Also das ist sehr, 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 sehr geil, dieses Bild, finde ich. Ja, sind wir dann am Ende auf Seite 192. Und was mir gerade auffällt, also die Erzählkräfte fehlen. Es gibt hier keine Erzählkräfte in dem Band. Eigentlich haben Gegner ja immer gewisse Erzählkräfte. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie das irgendwie weggelassen haben. Ich schaue noch mal kurz hier selbst in irgendwas Zufälliges rein. Na, Vampire habe ich jetzt gerade. Ich meine, okay, die unterteilen das in natürlich in an, also die allgemeinen Werte, Beschreibungen und so weiter. Dann gibt es natürlich die Kategorie Angriffe als Stat-Kategorie, klar. Die allgemeinen Eigenschaften und die Handlungskräfte. Okay, ich glaube, im ersten Band, das haben sie auch, glaube ich, mal in einem Video gesagt, da war das früher so, dass sie Eigenschaften und Handlungskräfte, die waren immer zusammengemixt. Und jetzt ist es getrennt, das finde ich auch besser, ehrlich gesagt. Es ist noch ein bisschen übersichtlicher. Und dann Beutegut und typischer Umgebungseffekt. Aber, also, ich erkenne hier tatsächlich keine Erzählkräfte. Und die waren eigentlich sonst damals im ersten Band auch irgendwo mit drin. Ich bin mir nämlich gerade auch nicht mehr sicher, was sie dazu, ob sie dazu mal irgendwas gesagt haben in dem Video. Ich habe mir ja immer alles Mögliche angeguckt. Ist jetzt aber auch schon eine gute Weile her. Ich gucke jetzt hier nochmal woanders. Nee, auch keine Erzählkräfte. Und ich meine, das ist jetzt auch bezeichnend gewesen, dass es nicht am Ende noch in den Anhängen aufgeführt wurde. Also dann würde ich wirklich sagen, es gibt keine Erzählkräfte offiziell mehr. Die haben mir nämlich immer sehr gut gefallen damals. Das fand ich eine coole Idee. Einfach so Erzählkräfte, einfach so sagen. Na, guck mal hier, was weiß ich. Bei Hexen hieß es dann irgendwie, ja, Erzählkraft, Intrige oder irgendwas oder so allgemeine Flüche, ne? Als Erzählkraft, also dass man quasi weiß, aha, guck mal, da können irgendwie die Jäger auch mal im Umfeld, wo die Hexe wirkt, auch mal irgendwelche, was weiß ich, ja, irgendwelche Auswirkungen von Intrigen können sie da bemerken. Oder was auch immer, ne? Das mochte ich eigentlich immer sehr gerne. Fand ich eine kleine Innovation, meine rollenspielerische. Zumindest jetzt, gut, bei Hexen war es eben so. Ja, also wenn ihr da was wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Also ich vermute, sie haben sich halt gedacht, naja, man kann ja eh alles machen, was man will. Man sollte das bloß nochmal irgendwie dem SL sagen. Und das machen wir ja eh in so einem einzelnen SL-Buch. Hier in diesen ganzen Gegnererklärungen, die weit aufgefächert sind. Wie man Gegner erschafft und so weiter. Ja, das haben sie wahrscheinlich irgendwo mit reingerührt einfach. Das müsste man nochmal genau recherchieren. Okay. Dann bin ich natürlich jetzt hier auch zu über einer Stunde schon gekommen mittlerweile. Natürlich auch durch mein ganzes Gelaber am Ende noch über ja, Dämonenbrut und wie das alles bei uns mit Hexen überhaupt entstanden ist und verlaufen ist mit der Runde. Großer Exkurs. Ja, gut, aber
Ich bin ein bisschen zwiegespalten jetzt gerade bezüglich des Buches. Also natürlich alles irgendwie super aufgegliedert und sehr übersichtlich und ein paar Sachen erneuert, aber immer noch viel. Das meiste ist irgendwie recht ähnlich geblieben. Also sie haben halt viele Details hier und da geändert und Strukturen neu überdacht und so weiter. Das sind eben die größten Änderungen. Und ein bisschen was hinzugefügt, was eben damals noch nicht existierte. Und dann im Laufe der späteren Bände erschienen ist, wie die Inconnus als Kreaturenart. Ja, also alles gut soweit. Nur ich habe halt ja eher so am Anfang irgendwann des Buches hier im Video gesagt, dass ich eigentlich echt schon mittlerweile doch irgendwie Bock hätte, mir das dann richtig in Print zuzulegen. Das sind halt immerhin 50 €, ne? Und wenn ich dann beide, und wenn, dann würde ich ja beide haben wollen, dann sind das irgendwie auch wieder 100 €. Und ich muss mir noch diese ganzen späteren DSA-Sachen zulegen, diese ganzen 60 und mittlerweile sogar dann 70 € Bände, Archive, Kodizes und diese Kreaturenbände hole ich mir auch immer, die mittlerweile, glaube ich, 45 € kosten. Also dieses Geisterbuch und so. Naja. Ja. Ja, und dann im späteren Verlauf jetzt des Buches, also natürlich, da war alles Mögliche doch ziemlich so, wie ich es schon ungefähr kannte. Nur, wie gesagt, Details und Struktur auch verändert und modernisiert und leicht ergänzt. Ja, also ich glaube, ich selbst zumindest jetzt mit meinem Hintergrund und was ich alles hier so stehen habe und digital noch habe, ich glaube, ich würde es vielleicht sogar eher bereuen, weil letztlich unsere Runde spielt halt einfach in der ersten Edition, ergänzt halt vielleicht ein ganz bisschen Sachen aus der zweiten und vielleicht ein bisschen Hausregeln. Und mein Gott, man kann vielleicht mal irgendwelche veränderten Gegnerwerte mal nehmen hier aus den neueren PDFs oder so. Das geht dann auch schnell. Es sei denn, die werden eh in der Regel Wiki nochmal alle überschrieben. Dann kann man auch da sich reinklicken. Und wenn es die alten sind, mein Gott, ja, man passt in notfalls auch irgendwas an oder so. Ist jetzt alles nicht wild. Und es sind vor allem ein paar Teile am Anfang von diesem Buch hier, die mich dann jetzt nochmal mehr interessiert haben, was ich noch nicht so genau kannte. Und ich weiß nicht, dafür kann ich es eigentlich am Ende dann auch einfach auf ein Tablet lesen oder so. Das ist jetzt auch nicht so viel. Weil normalerweise ist es auch bei mir so, wenn ich ein System eigentlich schon richtig auch mal spiele und so weiter und auch richtig, oder mindestens richtig geil finde oder ein bisschen rumschmökern will drin, dann hole ich mir schon mal gewisse Grundbücher. Ja, vor allem, wenn ganz viel Fluff drin ist, wo man wirklich viel liest. Aber das ist eben hier jetzt natürlich nicht so unbedingt der Fall. Und ich habe ja auch schon das Grundregelwerk der ersten Edition und so weiter. Und, naja, und ich darf natürlich auch nicht vergessen, nach dieser Mare Monstrum-Kampagne, da geht es bei uns eigentlich erstmal wieder länger mit DSA weiter, mit der Oturia-Kampagne. Also vielleicht machen wir da noch irgendwas, weil ich so gerne die britischen Inseln bei Hexen mal leiten will, dass wir da noch was machen. Vielleicht sogar ein bisschen noch eine längere Zeit dann die dazugehörige Kampagne dann spielen. Aber wenn wir wieder bei DSA sind, dann sind wir da eben auch echt lange, ne? Naja, gut, ich glaube, ich werde es dabei belassen, dass ich den Band und den Schwesternband Buch der Regeln 1 als PDF einfach nur dann besitzen werde. Naja, gut, mal gucken. Okay, dann jetzt aber endlich mal Schluss hier. Und ja, dann macht's erstmal gut. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis denn.